Okay, jetzt ist die Frage. Ja, komm. Ich werde mich erstmal zurückbegeben nach Majula, ja. Und dann schauen wir mal. Ein bisschen Sachen reparieren und so Kram. Wo sind denn meine. Ach so, ja, der eine Ring war fast kaputt, deswegen. Den muss ich jetzt natürlich wieder wechseln. So, hier nehmen wir mal gerade. Den anderen brauche ich eigentlich gerade nicht nehmen. Wir machen das mal so erstmal. Okay. Gute Frau. Yep. Lass mich mal gerade aufsteigen. Wir machen mal hier noch. Bäm. Das ist eine ganze Menge. Da gibt es auch noch ein bisschen körperliche Abwehr und Kram für. So. Und einen Haufen mehr Ausdauer. Ach, das ist schön. Und für 4000 kann ich auch noch mal eine Reparatur von dem anderen Ring machen. Von dem Lebenssicherungsring. Wenn wir schon dabei sind. Nee, nicht kaufen, sondern reparieren den Ring. Den da. Flupp. So. Dann ist das doch erstmal alles ganz gut. Hatte ich noch so ein Knochen? Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Sorry. Nein. Ach, Hilfe. Ah. Irk. Nein. Nein, ich möchte hier am Leuchtfeuer rasten. Gucken, ob ich noch Knochenstaub gefunden habe. Habe ich aber nicht. Dann gehen wir mal Untoten graben. Da wollen wir hin. Und dann wollen wir da mal schauen. Alte Ritterrüstung. Na gut. So, wir sind hier irgendwo in der Pampa gelandet, natürlich wieder. Sind die wieder da? Die komischen großen. Sieht nicht so aus, ne? Cool. Wenn die natürlich weiterhin weg sind, die Statuen, dann lohnt sich das ja echt, das die Dinger kaputt zu machen. Typen könnte ich eigentlich auch so verprügeln. Macht wahrscheinlich nicht mehr Sinn. Geht auch schneller dann. Geh erstmal hoch und vermöbel die Tante hier. Die werde ich jetzt auch mal so vermöbeln. Vielleicht. Gucken wir mal, ob das klappt. Müsste aber. Ja, so mache ich nämlich deutlich mehr Schaden und dann passt das auch viel besser. So, jetzt sind hier noch die anderen Typen, nehme ich an. Die kommen da jetzt gerade hoch. Oder einer zumindest müsste. Ja, da kommt er. Mit dem anderen, was mit dem anderen ist, weiß ich gerade nicht. Hallo. Und dann gucken wir mal hier unten. Hier müssten ja dann auch wieder welche sein. Sind hier aber gerade nicht. Das ist gar nicht so schlecht. So, der Finstergeist ist hier nicht mehr. Aber hier kommt ein komischer Typ aus der Wand, den wir mal gerade vermöbeln können. So. Weiß nicht, was mit den anderen beiden Rittern jetzt gleich ist. Die stehen wahrscheinlich wieder da. Jo, die stehen da natürlich wieder. Mal kurz gucken. Da war einer von den Geistern. Und das ist einer von diesen Geistern, die irgendwie deutlich manchmal mehr aushalten. Hä? Verstehe ich irgendwie nicht, aber gut. Hallo, da war irgendwo noch einer. Dö, ich glaube, da war sogar auf beiden Seiten einer, ne? Irgendwie so. Matsch. Matsch. Hier war auch einer, oder? Ne, der war noch einen weiter vorne. So war es. Zack. Okay. Ihr beiden wieder. Und da sind sie. Hallo. Wow. Wow. Nope. Nope. Hallo. Hihi. Hallo. Au. Shit. So, und dann haue ich dem noch mal einen rüber. Dann reicht das jetzt gerade auch erstmal. Zack. Hihi. Pong. Ja, dass du mich damit triffst, ist okay. Damit möchte ich. Wow, wow, der zieht ja noch mal einen hinterher. Hei. Und ich habe einen Autoritätshelm gefunden. Da gibt es scheinbar ein ganzes Set von. Für sehr autoritäre Leute.
oder so. Okay, wir wollen nach da unten. So. Gerade kurz in alle Richtungen absichern und dann... Oh oh. Wow. Das ist mal ein böser Zauber, muss ich schon sagen. What the fudge? Das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Das sind nämlich ganz schön viele von den Typen. Mach mal schnell davon welche kaputt hier. Oh oh. Ja. Lauf. Lauf, Dude. Shit. Hier hätte ich nicht hinlaufen dürfen. Ah. Okay. Die meisten davon sind kaputt. Nope. Nope, 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 nope. Einer weniger? Den will ich nicht. Ich will die anderen erwischen. Die komischen Geistertypen. Den da. Den will ich jetzt gerade erschießen. Und ich werde es tun. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Aber ich werde dir dein dämliches... nicht vorhandenes Grinsen aus dem Gesicht braten. Dir auch. Mistvieh. Stirb. So. Oh oh. Puh. Ach. Noch mehr von den Typen. Hört auf damit. Weiße, komische Kapuze. Streitkolben der Überheblichkeit. Schön. Bin zum Glück nicht überheblich. Oh, was ist das denn? Ach so. Habe ich die versehentlich gerade geschlagen oder was ist da passiert? Ein Drachenamulett. Oh, interessant. Kann ich die irgendwie... da? Ich kann die nämlich an nicht wieder ausmachen, oder? Oh, sie ist automatisch wieder ausgegangen. Perfekt. So, erstmal gehe ich jetzt natürlich... Oh, hier gibt es scheinbar noch andere. Was? Mist. Ach so, I see. Hier steht ein Typ, der die ganze Zeit diese Glocke haut. Das erklärt natürlich einiges. Da sind wahrscheinlich auch noch mehr. Ich sollte mein Schild wieder rausnehmen. Ich komme nicht mit dem Ding zurecht, so. Noch irgendwo eine Glocke. Glaube nicht. So, da war ich schon, da gab es Loot. Hier war mal dieser eine, genau, hier war noch so ein Typ. Hier ist keine Geheimwand oder so. Ich wundere... Ist das schon wieder irgendwo... Oh! Dude, hör auf mit dem Mist. Das nervt ja fürchterlich. Da geht's nicht weiter. Wo, da muss ich weiter, glaube ich. Ah. Okay, finally. Hinter mir ist noch einer. Ich habe dich gesehen, Kumpel. Und wenn du jetzt wieder zu der blöden Glocke gehst, ne? Dann haben wir es aber miteinander. Probleme haben wir dann miteinander. Da ist ein Schalter. Ein Hebel. Vielleicht drücke ich den mal gerade. Da kommt nämlich bestimmt irgendwie sowas wie eine Abkürzung oder so. Vielleicht. Bestimmt vielleicht, tatsächlich. Eine Abkürzung. Das ist doch schön. Ist das da vorne eine sehr große Glocke oder was ist das? Nein, okay. Oh shit, da geht's zu einem Block. Zu einem Boss. So. Du bist keine Mimik. Das ist schon mal schön. Mitternachtsstein. Okay. Ich habe das Gefühl, da hinten war doch auch noch irgendwas. Naja, sehe ich jetzt gerade nicht.
ist es gerade auch nicht ganz so wichtig. Zwickmühle, was ist denn für eine Zwickmühle? Versucht unterhalb. Da? Hm, da ist vielleicht tatsächlich irgendwas, warte mal. Flup. Oh, da ist tatsächlich was. Ein komischer Dude. Der... Shit. 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 Das war nicht der Plan, ursprünglich mal. Ich nehme an, die wären jetzt nicht gekommen, wenn ich nicht die Glocke gehauen hätte. Mehr oder weniger versehentlich. Versuchte Durchbruch. Okay. Ja, kann man theoretisch machen, ne? Der wahre Kampf beginnt und dann der wahre Kampf beginnt. Wett? Hallo. Peng. Oh, shit. Oh, oh. Das war nicht der Plan. Übrigens. Ich brauche aber einen Plan gerade. Oh oh. Lass mich in. Da, in Frieden, bitte. Irk. Matsch. Komm du auch. Fast gleichzeitig. Okay, 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 okay. Da kommen erstmal nur zwei von. Okay. Die mit Speeren fand ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Eben zumindest nicht. Aber wer weiß. Weg. Einer weniger. Komm, 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 komm. Gib mir einfach nur eine Öffnung. Das ist genau die Öffnung, die ich gerne haben wollte. Perfekt. Ach so, das ist wieder dieselbe Nachricht. Jetzt sollte ich vielleicht versuchen, den da zu killen erstmal. Alter, sind das viele, ne? Nicht gut. Gar nicht gut. Hä? Knapp zu wenig. So. Okay, also wie gesagt, ne, ich nehme an, die kommen nicht, wenn ich das ordentlich mache. Er kommt alleine, das ist schön. Dahinter wird dann wahrscheinlich Vendrix. Wow, wow. Die sind das. Das sind die komischen Thor-Kämpfer hier. Davon hatten wir auch schon mehrmals welche. Der hat auch einen coolen Sonnenschild eigentlich, muss ich ja mal sagen. Aber es ist leider ein Turmschild, damit kann ich so nichts anfangen. Das ist ein bisschen traurig. Auch wenn ich das gerne, shit, gerne könnte. Oh oh. Das mit dem Rollen ist ein ziemlich guter Punkt, ne? Also gegen die Typen zu rollen, lohnt sich schon sehr. Es ist sehr viel einfacher, in Dark Souls 2 gegen mehrere Gegner zu kämpfen, als es in Dark Souls 1 der Fall war. Fällt mir, shit, immer mal wieder auf. Keine Ahnung warum. Ein Klosteramulett. Ich könnte mal ganz kurz gucken, was diese ganzen Amulette, die ich da gefunden habe, machen. Das werden ja keine Ringe sein, ne? Sondern, aber was ist das dann? Moment. Was sind diese komischen Amulette?
Sowas ist das wahrscheinlich, ne? Klosteramulett und so. Irgendwo hier. Wow, ich habe ganz viel, wie viele Seelen ich habe. Das Klosteramulett war irgendwie... Ich glaube, das sowas hatte ich schon mal. Wahrscheinlich sogar öfters schon. Ach, da ist es sogar. Ja, und das Klosteramulett heilt Gift und stellt viele TP wieder her. Das Drachenamulett. Wovon ich ja auch welche gefunden hatte. Okay, was haben wir hier? Boss mit Rollen, ne? Und versucht Phantom. Ich sehe hier leider gerade kein Phantom. Das ist ein bisschen schade. Ich wollte gerade sagen, greift der... Shit. Greift der andere mich jetzt gar nicht an. Tut er aber doch. Nee, tut er gar nicht. Aber was ist mit dem Phantom? Ich hätte gerne... Shit. Der hat gerade seinen Speer so cool gedreht. Das sah ja geil aus. Aber wo ist hier das Phantom? Unmöglich. Hallo? Mist. Da. Mist, gleich ist vor allem das Ding kaputt. Also meine Waffe. Das ist ganz schlecht. Matsch. Unmöglich. Hilfe. Freund wird benötigt. Die Frage ist, wo nehme ich den her? Ich kann mal ganz kurz hier links und rechts einmal gucken, ob ich vielleicht hier irgendwo so ein Phantom sehe. Ich nehme jetzt erstmal auch, wenn wir schon dabei sind, nehmen wir gerade mal hier so einen Stein. Dann sind wir nämlich wieder voll... Ich bin menschlich, ne? Jo, ich glaube schon. Ich glaube, ich bin menschlich. Nicht aufgeben, Skelett. Aber ich fürchte, ich sehe hier tatsächlich kein Phantomviech. Was sehr, sehr schade ist. Hier stand auch noch irgendwas von Ring, ne? Ach, ja. Ich glaube inzwischen verstanden zu haben, dass der Ring... Vielleicht macht der, dass diese Typen nicht einfach so kommen und die... Okay, ich dachte gerade, da wäre ein Gegner gewesen. Ich glaube vielleicht, dass diese Wächtertypen eher kommen würden, wenn ich den Ring nicht anhätte, den ich gerade habe noch. Oh Gott, ich brauche noch ein Lebensschwert. Ich habe inzwischen zu viel Leben. Nicht, dass das ein Problem ist, aber... Okay, ich muss scheinbar echt so da durch. Und meine Waffen sind beide fast kaputt. Das ist natürlich echt nicht gut. Und bei 24.000 nehmen wir auch mal gerade hier in den Ring des Todes. Ziehe ich jetzt nicht aus. Ich habe das Gefühl, der ist wichtig und nicht schlecht. Okay, wir gucken einfach mal. Der gute König Wendrick. Ist er das? Oder ist das nur ein Kollege von ihm? Es könnte auch nur so ein Wächter vom... Oh. Oh oh. Ach du Schande, hat der einen großen Kolben. That's what she said. Möglicherweise. Okay, es ist nicht der König. Okay, wow. Also ich habe was von Rollen gehört. Probier gerade mal noch die anderen Waffen aus. Also ne, mal gucken, was das Schwert... Wow. Schwert macht tatsächlich weniger Schaden. Nicht gut. Haut er nochmal zu? Nein, okay. Tut er aber möglicherweise beim, wenn er auf, ne, also die machen ja dann irgendwie immer, wenn sie auf der Hälfte HP sind, neue Sachen. Und da hat er auch nochmal mehr zugeschlagen. Shit. Au. Muss ein bisschen aufpassen.
habe das Gefühl, wenn der mich mit einer bösen Combo erwischt, dann ist das schnell vorbei hier. Also mit der Gerade zum Beispiel. Au. Ich könnte natürlich auch einfach versuchen, den zu erschießen, weil aktuell so schnell ist der gerade gar nicht. Ja, vielleicht wird er noch schneller. Das ist ein bisschen problematisch natürlich. Ah, Mist. Genau dasselbe wie gerade auch. So. Ah, die Hellebarde. Oh, shit. Och, nö. Och, nö. Och, nö. Der macht bestimmt gerade Gegner. Und ich hab... Hat er sich... Nee, der hat sich stärker gemacht oder so. Wow. Okay, das macht dem quasi gar nichts. Okay, ich habe das Gefühl, der wird stärker, wenn er das tut. Natürlich. Und vor allem auch widerstandsfähiger, ne? So wie es aussieht. Au. Shit. Sauf dir schnell was, bevor er wiederkommt. Plötzlich sprintet er auf, au, auf mich zu hier. Oh oh. Ugh. What the fudge? Das war eine Menge Schaden. Okay, ich sollte hinter ihn gehen, glaube ich, wenn er das tut. Ich glaube, das ist der Plan an der Sache. Dann hinter ihm zu sein. Okay. Okay. Aber ich würde sagen, das soll es für diese Session erstmal wieder gewesen sein. Wir haben ja durchaus wieder eine ganze Menge geschafft, unter anderem den Anfang, der ja schon nicht ganz ohne war. Wir haben dann noch diesen komischen Frosch-Sing-Dämon-Gerät vermöbelt und stehen jetzt vor nicht unbedingt Vendrick, aber wahrscheinlich dem Boss, der uns von Vendrick abhält, seinem Schild oder was der hieß, keine Ahnung, er hatte kein Schild dabei, aber er hatte eine große Glocke dabei, die möchte ich ihm gerne beim nächsten Mal abnehmen, aus der Hand schlagen, am besten mit Hand, inklusive Arm von mir aus auch, Kopf nehme ich auch, ist egal. Ich würde einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen bis hierhin und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss! Peace.